Hallo. Ja, ein weiteres Video zu den Eigenschaften des Homomorphismus und wir wollen diese Formel hier beweisen. Und die Formel sagt, das Bild einer Potenz ist gleich der Potenz des Bildes. Ja, das gilt allerdings nur, wenn dieses F hier ein Homomorphismus ist. Ja, das ist die Bedingung. Ja, für den Beweis benutzen wir das Beweisverfahren vollständige Induktion und deshalb wollen wir das mal kurz wiederholen. Das besteht aus zwei Schritten und im ersten Schritt, das ist der Induktionsanfang, da beweist man die Aussage für n gleich 1. Und im zweiten Schritt, das ist der Induktionsschritt, da muss man dann beweisen, dass unter der Annahme, dass die Formel für n gilt, die Induktionsbehauptung wahr ist, das heißt, dass die Formel auch für n plus 1 gilt. Ja, also man nimmt an, die Formel gilt für n und muss beweisen, dass sie dann auch für n plus 1 gilt. Ja, dann müssen wir noch die Potenzgesetze wiederholen, die Potenzgesetze für Gruppen. Und zwar, wenn ich ein Gruppenelement G habe, hoch n, dann bedeutet das, dass dieses Element G n mal mit sich selbst verknüpft wird. Ja, dazu eine kleine Anmerkung. Wenn wir uns hier im Bildbereich befinden, ja, also irgendwas mit F, ja, dann heißt die Verknüpfung nicht mehr Kreis, sondern die heißt dann Sternchen. Ja, das haben wir hier festgelegt. Im Originalbereich heißt die Verknüpfung Kreis und im Bildbereich Sternchen. Ja, da muss man immer drauf achten. So, da muss man noch wissen, dass G hoch 0, also ein Gruppenelement hoch 0, ist gleich dem neutralen Element. Und außerdem gilt noch dieses Potenzgesetz hier, das kennt ihr schon von den Zahlen, ne, das gilt dann auch für Gruppenelemente. Gut, dann machen wir jetzt den Induktionsanfang, also hier den ersten Schritt im Beweisverfahren. Da schreiben wir die Formel hin, die wir beweisen wollen, und setzen n gleich 1 ein. Ja, das habe ich hier gemacht. Ja, und jetzt vereinfacht sich das alles und wir erhalten eine wahre Aussage. Wir können also schon mal sagen, die Formel ist für n gleich 1 richtig. Ja, da ist sie wahr. Ja, kommen wir jetzt zum zweiten Schritt im Beweisverfahren. Da benutzen wir jetzt die vollständige Induktion, um die Induktionsannahme zu beweisen. Ja, das heißt, diese Formel, die wir beweisen wollen, dann nehmen wir an, dass sie für n gültig ist. Na, das habe ich hier hingeschrieben. So, und jetzt ersetzen wir n, also hier und hier, durch n plus 1. Ja, und erhalten die Induktionsbehauptung. Das ist die Formel, die wir beweisen müssen. Ja, also nochmal, die hier. Die nehmen wir an, dass sie richtig ist. Und die hier, die daraus folgt, ne, die müssen wir beweisen. Ja, und da wenden wir auf der linken Seite zunächst einmal das Potenzgesetz an. Na, das haben wir ja hier gerade wiederholt. Ja, dann erhalten wir diesen Ausdruck hier. So, jetzt machen wir uns die Tatsache zunutze, dass f ein Homomorphismus ist und da wenden wir die Definition des Homomorphismus an. Ja, dann wird aus diesem Ausdruck hier werden diese beiden Ausdrücke. Na, einfach die Formel für den Homomorphismus anwenden. Ja, so jetzt ist hier ein Term entstanden, der entspricht der Induktionsannahme. Na, dann nimmt man ja an, dass die richtig ist. Ja, und dieser Ausdruck ist gleich diesem Ausdruck hier. Das heißt, wir können hier das n nach außen ziehen. Ja, und die Formel benutzen wir jetzt hier an dieser Stelle und erhalten diesen Ausdruck. So, und jetzt machen wir Folgendes. Wir packen diese beiden Ausdrücke hier zusammen. Ja, da benutzen wir dieses Gesetz hier, das Potenzgesetz. Ne, ich habe das ja hier hoch 1 und das hier hoch n. Das ergibt zusammen n plus 1. Ja, und weil jetzt diese Aussage wahr ist, ist auch die Induktionsbehauptung wahr.
Das heißt, wir haben gezeigt, aus dieser Aussage, die wir angenommen haben, folgt diese Aussage. Ja, und das muss man ja bei dieser vollständigen Induktion, beim zweiten Schritt, beim Induktionsschritt beweisen. Gut, dann müssen wir uns allerdings hier noch um die negativen Exponenten kümmern. Ja, und da benutzen wir jetzt nicht das Verfahren vollständige Induktion, sondern einen Trick. Und zwar schreiben wir zunächst einmal diese Beziehung hier hin. Das ist die Formel, die wir ja schon bewiesen haben, über den Erhalt neutraler Elemente. Ja, wenn F ein Homomorphismus ist, dann wird das neutrale Element von G auf den neutralen Element von H abgebildet. Na, die müsste euch noch bekannt sein, die Formel. So, und EG, das neutrale Element, na, das ist ja G hoch 0. Ja, das steht ja hier. Haben wir ja wiederholt. Ja, und die 0 kann ich schreiben als n minus n. So, jetzt wende ich hier dieses Potenzgesetz an und erhalte dann diesen Ausdruck. Das heißt, das EG ist gleich diesem Ausdruck, also ersetze ich EG durch diesen Ausdruck. So, jetzt benutzen wir wieder die Tatsache, dass F ein Homomorphismus ist und wenden hier auf der linken Seite die Formel für den Homomorphismus an. Dann erhalten wir das hier. Gut, jetzt kümmern wir uns um diesen Term hier. Ja, und zwar n ist ja jetzt negativ. Ne? Den Fall betrachten wir ja. So, wenn n negativ ist an dieser Stelle, dann ist minus n positiv. Ja, ich habe hier also f von g hoch etwas Positiven und das entspricht ja hier der Induktionsannahme. Ja, und deshalb können wir den Exponenten nach außen ziehen. Also nehmen wir dieses minus n und ziehen das nach außen. Ja? Ja, als nächstes verknüpfen wir beide Seiten der Gleichung von rechts mit diesem Ausdruck hier. Ja, das habe ich hier in blau gezeichnet und das machen wir natürlich, damit sich hier etwas vereinfacht. Und zwar diese beiden Terme heben sich dann auf. Ja, aber kümmern wir uns erstmal hier um die rechte Seite. Da wird hier mit dem neutralen Element verknüpft und die Verknüpfung kann man fortfallen lassen. Ja, so, jetzt kommen wir hier zu unseren zwei Termen, die sich gegenseitig aufheben. Und zwar schreiben wir zunächst einmal hin, was dieser Ausdruck hier bedeutet. Gut, also n, ne, n ist ja jetzt negativ. Ja, also ist minus n positiv. Das heißt, hier wird einfach nur f von g mit einer positiven Zahl potenziert. Na, und das haben wir ja hier definiert oder beziehungsweise wiederholt. Ja, das heißt, dass dieses f von g n mal mit sich selbst verknüpft wird. Ja, aber die Sternchenverknüpfung wählen, weil hier steht ja ein f, wir sind ja im Bildbereich. Ja, als nächstes kümmern wir uns um diesen Ausdruck hier. Und zwar n ist ja negativ, wie gesagt. Und dann habe ich hier also einen negativen Exponenten. Ja, stellt euch mal vor, minus 42. Ja, so, minus 42 kann ich schreiben als minus 1 mal 42. Ja, und jetzt benutze ich dieses Gesetz hier. Das kennt ihr schon aus der Schulmathematik und das gilt hier auch für Gruppen, ja, dieses Potenzgesetz. Aber wenn ich hier minus 1 mal 42 habe, dann kann ich das schreiben als g hoch minus 1 hoch 42. Ja, und g hoch minus 1 ist das inverse Element. Also habe ich hier inverse Elemente von f von g und das Ganze 42 mal, ja, beziehungsweise hier n mal. Ja, so, ich habe also diesen Faktor hier oder diesen hier 42 mal oder n mal, sagen wir mal n mal und diesen auch, ne? Denn hier und hier steht ja n. Ja, und jetzt heben die sich folgendermaßen auf, f von g und f von g hoch minus 1 sind ja invers, also heben die sich auf. Ja, das gleiche für das zweite Glied, für das dritte Glied und so weiter, bis ich bei n bin.
Ja, das heißt, die beiden heben sich wirklich auf und wir erhalten das hier ist gleich dem hier und das ist die gewünschte Formel jetzt für negative z. Na, hier haben wir sie für für negative n. Na, für negative n. Hier haben wir sie für positive n bewiesen und hier für negative n. So, jetzt haben wir nur noch einen Fall vergessen, der passte hier nicht mehr hin, aber der ist auch ganz schnell abgehandelt, und zwar der Fall n gleich 0. Ja, also diese Formel für n gleich 0. Gut, setzen wir das mal ein. Erstmal auf der linken Seite, g hoch 0, da gucken wir nach, ist eg. Ja, und jetzt haben wir also das neutrale Element in der Gruppe g. Ja, das ist hier die erste Gruppe. Ja, so, wenn ich das neutrale Element abbilde mit einem Homomorphismus, was erhalten wir da? Ja, da haben wir einen Satz kennengelernt und der sagte, dann erhalten wir das neutrale Element der anderen Gruppe, also von H. Ja, das merken wir uns. Also hier kommt das neutrale Element von H raus. So, und jetzt setzen wir hier die 0 ein. Ne? Und 0 heißt ja immer, da erhält man das neutrale Element. Ja, aber da wir hier im Bildbereich sind, hier ist ja das F, erhalten wir das neutrale Element der Gruppe H. Ja, aber das hatten wir hier auch und somit ist die Formel auch für n gleich 0 bewiesen. Ja, das war's schon. Auf Wiedersehen.